So, herzlich willkommen, Monster Legends. Wir sind bei Folge 191 und es geht ein bisschen weiter auf der Abenteuerkarte. Ich habe alles Mögliche umsortiert. Das werde ich euch, denke ich, mal zeigen, wenn es eh an der Zeit ist. Da müssen wir uns jetzt nicht wie wild drum kümmern. Ich habe natürlich, wie alle, die Filme schauen, relativ viele von diesen komischen Brunnen auch bekommen. Auch die zeige ich euch, wenn ich sie irgendwann fertig aufgebaut habe. Wir gehen mal in die 72-Stunden-Herausforderung. Was haben wir da? Zwei Legis mit Licht, was mir völlig egal ist. Und ein Licht-Dunkelheits-Epic, der mir auch völlig egal ist. Okay, 726 Münzen, die ich tauschen muss gegen Geschenke. Dann machen wir das mal. Mischen, 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 mischen. 25.000 Gold. Ja, mal 15.000 Futter. Was gibt es denn für Zellen hier? Von diesem komischen Hasentypen. Naja. 12.000 Gold. Zweimal Leckerli, das ist wertfrei, da hätte ich auch nichts geschenkt kriegen können. Eine Stärkerune nehme ich natürlich immer und dann sind wir schon bei 165 Kosten. Hier kosten 155, dann drücken wir auch hier noch ein. Und da kriege ich 30 Zellen. Ah, die sind zum Verspenden. Also, ihr habt ja bestimmt auch welche, fragt die schon mal an. Dann lohnt sich's. Ich kann nicht nochmal drehen. Ich will keins der Monster haben. Alles ist super. Ab auf die Abenteuerkarte und drücke aufs Dungeon. Ne? Da, Abenteuerkarte, genau. So, ich bin bei Schritt 298. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Schritte es gab, als ich angefangen habe. Es gibt aber auf jeden Fall insgesamt momentan 390. Sehr, sehr viele. Und da bin ich. Uns steht Schritt 298 bevor Pflanze und Erde. Da ändere ich mein Team. Obwohl, im Moment habe ich die Trainierbaren da drin. Ne? Gucken wir uns das mal an. Pflanze und Erde. Trainierbar ist ja jetzt auch Mononosuke. Denn hier geht's los. Denn bei dem habe ich mittlerweile eine Stufe dazu bekommen. Ansonsten ist auf Stufe 90 jetzt keiner mehr, der noch irgendwie Level kriegen könnte, außer eventuell noch Aiden. Den kann ich aber nicht einsetzen, weil der gerade eben seine Rangerhöhung abholt. Das heißt, wir hatten Erde, dagegen hilft Dunkelheit. Der Growler ist schon nicht schlecht besetzt. Pflanze, Feuer, Magie vermeiden. Wir nehmen den Howard Philipp noch mit und ab dafür. Jetzt schauen wir mal. Molem und der dicke Affe, der kann sich selber heilen, ist relativ unbequem. Hauen wir mal erstmal eine Hirnblutung in den Gegner rein. Mit einer Verwirrung, genau, so möchte ich das sehen. Nee, Heilung brauchst du eigentlich noch nicht. Erstmal eine zweite Verwirrung platzieren. Nein, leider, das reicht dann doch nicht. Aber verbrennen können wir den Chef da vorne auch noch. Und er schlägt da nochmal mit rein. Das ist natürlich ganz angenehm. Die Lähmung ist blockiert. Die Rankengift, okay. Das ist nicht so angenehm. Allen Gegnern geringen Dunkelschaden. Alle Ziele, Albträume. Juppdiday. Geht auf jeden Fall gegen die Molems ganz eindeutig, würde ich mal sagen. Alle Blenden. Machen wir das auch. Fangen wir mal an, den Mist da drüber zu schütten. Er ist immun auf Feuer. Schweren Feuerschaden, Lavaschwall. Dann braucht der Gorilla da vorne auch nur noch einen kräftigen Schlag, und zwar den hier. So, Molem.
schwer am Leiden und der andere Molem auch. Der darf jetzt auch so, der ist in der Verwirrung auch noch drin. Also da kann tatsächlich noch nicht mal Angriff auf den Cthulhu kommen. Der ja jetzt mit dem Gift auch extrem scheiße dasteht. Aber natürlich zum Glück eine Lebensregeneration und eine Heilung kann, die ihn ausholt aus dem Problem. Einmal Feuer, der ist ausgeschaltet. Einmal die wehrlose Beute, das Ding ist gewonnen. Ich muss nur noch warten, bis es passiert ist. Eine zweite Welle gibt es nicht, also können wir draufhauen einfach. Zack, pick, puff, weg. Sieg. Aufgelevelte Cthulhu, das ist natürlich angenehm. Die anderen beiden müssen noch trainieren, können aber eigentlich Level 91 werden. Nicht wundern, ich fütter die einfach nur bis zur 90, die epischen, lass die dann auf der Abenteuerkarte leveln. Ich weiß nicht genau warum. Ist ganz nett, dabei zuzuschauen. Vielleicht ist das der Grund. 299, zwei Wellen, Pflanze, Pflanze, Magie, Licht ist eingestreut, Pflanze, 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 Magie und Feuer ist eingestreut. Und es gibt eine 5er Geschwindigkeitsrune, auf die bin ich natürlich extrem heiß, ehrlich gesagt. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Dagegen hilft Feuer, der steht gut. Den anderen Feuer habe ich nicht. Magie und Licht war eingestreut, Feuer und Dings war eingestreut. Wir bleiben bei dem Team und schauen mal, wie weit das geht. Kämpfen gegen viele Heiler, immer unbequem. Aber dann schauen wir uns das einfach mal an. So, die Hirnblutung. Da kommt sie, nutzt mir sofort was. Zwei Runden Verwirrung. Und verletzt sich dadurch auch noch selbst. Die schädliche Rune, das Einfrieren ist nicht so schön. Bußetränen. Nehmen wir den Ruhziel erst. Ich habe keine Heiler. Also ich kann nicht ewig verbrauchen, bis es passiert ist, sondern ich muss schon durchgehen für zwei Wellen, obwohl der Cthulhu kann halt. Natürlich, der hat ein bisschen Stehvermögen auch auf Dauer. Aber ansonsten ist natürlich das Fehlen des Heilers auch ein Nachteil, gerade gegen Teams, die nur mit Heilern spielen. Selbstheilung. Albträume beim gesamten gegnerischen Team haben sie schon. Vielleicht übernehmen wir den. Nein. Die kommt raus. Weg damit. Ein Gegner weniger, da spricht auf jeden Fall immer gar nichts dagegen. Aufladen, okay, alles klar. Rasender Überfall nutzt mir wenig. Albträume hat er nicht, kann er mal gebrauchen auf jeden Fall. 50 regenerierter, 1200, das gleiche geht runter durch das Feuer und er heilt sich, die Sau. Okay, dann heile ich mich halt auch. Dann stelle ich mich halt auch gut auf, wenn du das machst. Vielleicht ist er ja noch dafür zum Sterben zu überreden. Naja, hat die Heilsalbe am Start auch. Okay, dann kommt Cthulhu. Schauen wir mal, ob wir den Ruhziel jetzt rausnehmen können. Er verliert seine Runde, macht also erstmal nichts. Die Regeneration wird von Feuer und Albträumen ausgeglichen. Cthulhu ist da. Der kann auf jeden Fall Albträume ins gesamte gegnerische Team tragen. Das ist nicht verkehrt. Der wird hoffentlich den Hang haben, sich selbst zu heilen, macht aber nicht. Stattdessen macht er einen Gruppenschaden, das ist okay. Keine Ausdauer mehr. Und da sind die Bußetränen, um Nummer 2 rauszunehmen. Jawohl. Dem Cthulhu geht's gut, ne? Dem geht's immer gut. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Vielleicht eine Verwirrung. Na, leider keine Verwirrung. Die wäre aber sehr hilfreich gewesen. Hätte ja gern gesehen, wie er meine heilt. Ne? Die Hirnblutung ist fertig.
Die wehrlose Beute. Ja, ich denke ja. Wir gehen mal an die zweite Welle, mal schauen, was kommt. In der zweiten Welle die giftige Berührung. Keiner von den dreien ist ein wirklicher Heiler. Das ist ein bisschen schade. Ich würde sagen, ich überrede mal das Feuermonster auf meiner Seite zu kämpfen. Vielleicht nutzt er seine Attacke am meisten gegen die Gegner. Wäre ja angenehm. Blenden ist natürlich jetzt nicht so angebracht. Albträume ins ganze Team tragen aber schon. So. Ein Doppelstoß. Oh, The Dragon Parade! Juhu! Die starten wir gleich mal. An der Attacke steht ja dran, dass man angeblich über 3 Runden Schaden kriegt und so weiter. Aber davon habe ich bisher noch nie was gesehen. Dass die Drachenparade weiter Schaden macht. Schade eigentlich. Also das würde die Drachenparade nämlich nutzbar machen. So ist sie einfach nur ein relativ starker Gruppenangriff auf Feuer. Wehrlose Beute, Albträume oder Ausschalten brauche ich eigentlich schon nicht mehr. Der da oben ist ja tot, sehe ich gerade. Und der Feuerpilz ist sogar noch immer verwirrt. Kämpft also auf meiner Seite. Heilung. Ja. Ne, wir beenden das hier. Finishing Moves. Alles verfehlt. Ne? Auf Ansage verloren kann man das nennen. So, er macht seine letzte Runde auf meiner Seite mit der Verwirrung. Genau. Nimmt seinen Kumpel raus. Ich habe keine Ausdauer mehr. Cthulhu kann's machen. Mir wäre es angenehm, ehrlich gesagt, wenn du es machst. Albträume im ganzen Team. Nochmal die Übernahme verrissen. Die von Cthulhu überzeugt mich wenig, muss ich sagen. So, jetzt mit Albträumen tot, würde ich sagen. Nein, immer noch nicht. Oh, noch eine Runde. Na gut. Aber er macht ja nichts mehr. Dunkler Sturm. Jetzt aber. Und tschüss. Und da levelt der Growler auf und ist damit der vorletzte Naiden dann auch noch. So langsam kriege ich sie wirklich alle, auch auf Level und die 5er Gruppengeschwindigkeitsrune. Nach der lecke ich mir natürlich die Finger. Den nehme ich sehr, sehr gerne. Gruppenausdauer ist okay so, ne? Und ich denke, wir sind bei was? 13 Minuten. Wir versuchen einen Angriff auf den Alkes hier. Auf jeden Fall. Und schauen uns mal an, wie der Alkes so wirkt. Vielleicht ist das hier ja die Endboss-Folge. Ich habe allerdings meinen zweiten Feuer nicht. Das ist so ein bisschen, solange der im Upgrade ist, ist das so ein bisschen ungünstig. So, das gleiche Team können wir nicht nehmen. Feuer möchte ich aber auf jeden Fall. Ach so, Moment, ich gucke überhaupt mal erstmal, was kann denn der? Albträume immun, Einfrieren immun, Gift und Verbrennung immun. Also mal wieder nur Blutung und eben neuerdings dann Treibsand und Sonnenbrand und dieser ganze Kack, der natürlich gegen all das hier wirkt. Einfrieren immun, Lähmung aber nicht. Das ist ja immer schon mal ganz wichtig. Lähmung nicht. Und der kleine Bruder, Albträume, Verbrennung, nicht Vergiftung, aber die Verbrennung nutzt mir gar nichts. Auch gegen Übernahme immun, das heißt, der Growler braucht eigentlich nicht gehen, dagegen sind sie beide immun, kann aber auch gelähmt. Gelähmt und vergiftet und er kann gelähmt werden. Also brauche ich jemanden, der sich mit Gift auskennt und Lähmungen wären gar nicht schlecht. Und jetzt ändern wir mal das Team auf epische Monster, die hier kommen raus. Mononosuke. Wenigstens bist du auf Pflanzen nicht empfindlich, ne? Die Verbrennung von dir ist total sinnlos. Und Schaden machen ist ja eigentlich auch sinnlos. Wer dagegen mit muss, ist der Pfiffi natürlich. Mehr Blutungen kann ich ja nicht, habe ich nicht. Bei Lähmung, Thema Lähmung.
Wer ist denn mein Meisterlähmer? Ich mal drüber nachdenken. Ah, ich glaube, ich nehme den Nemo und den Banelaffi. Der ist zwar nicht mein Meisterlähmer, aber er ist der Meister da drin, Items zu schmeißen und mit denen kann ich natürlich alles machen. Dann nutzt ja auch die Minuspräzision nichts. Naturpfeilhagel, Ulti. Oh, jawohl. Danke. Okay. Ich war gar nicht dran. Mit dem Alkes muss man also offensichtlich extrem vorsichtig umgehen. Ich bin nicht mal dran gekommen. Also dann hoffen wir jetzt mal, dass ich nicht in der ersten Runde ein Ulti sehe. Ein Betäubungspfeil habe ich gerade eben schon mal drüber gelästert, ist nicht so stark. Dass der zweite, der ist aber dann doch recht unangenehm, muss ich sagen. Okay, und der Kleine hat auch extrem viele Lebenspunkte. Also der Alkes ist eine Herausforderung, sehr angenehm, die ich annehmen werde, natürlich, keine Frage. Ich bin gespannt, wie das geht. So. Macht den, kann noch zwei Angriffe setzen. Aber ich kann die Blutung, ich weiß gar nicht, wie ich den ohne Blutung runterdrehen soll. Also das einzig Richtige wäre, nochmal einzustarten und zu hoffen, dass mein Team komplett bleibt, bis ich dran bin. Aber wenn er zweimal den Betäubungspfeil auf einen macht und er ist dann tot, dann habe ich den nicht mehr. Ist doch elend. Blutung geht unproblematisch, sage ich mal. Beute wird Jäger. Druckschlag. Nee, ist alles Quatsch. Ich brauche die Medusa. Medusa, wo bist du? Ich kann mit dir gut arbeiten. Kann die Lähmung platzieren. Ich brauche nochmal Medusa. Wo bist du, zweite Medusa? Und jetzt brauche ich meinen Musu. Der ist aber tot. Ungünstigerweise. 101.000 Lebenspunkte geschah. Ja. Jetzt brauche ich meinen Musu, damit er das wieder entfernen kann. Jetzt muss ich also das zweite Phönixgefieder einsetzen. In dieser Situation mache ich nicht. Mache ich nicht. Muss ich auf jeden Fall über den Alkes mal nachdenken, wie man den denn jetzt aus diesem Spiel rausholt. Beute wird Jäger ist auch erst nächste Runde wieder verfügbar, weil die nur zu zweit sind. Natürlich sehr unbequem. Was ich machen könnte im Ausgleich dazu, ist dann jetzt die Vergiftung platzieren. Aber so wie die vorgehen, muss ich mir da was Knackiges ausdenken. Aber das ist schön, ich mag ja Aufgaben. Na, da geht der Nemo. Da hatte er nicht viel zu wollen. Also eine Verlängerung mit Teilen wäre natürlich angenehm, dann könnte ich mich durchmogeln. Ansonsten brauche ich einen deutlich besseren Plan, würde ich sagen. Da können wir noch mal Medusa spielen. Medusa. Klau ihm die Runde. So, Blutung. Der ist auf die Hälfte seiner Lebenspunkte gesenkt. Und hat keine Ausdauer. Das ist eigentlich auch ganz interessant, ne? Der steht jetzt gut da. Also kriegt er auch Blutung wieder.
Beide sind halbiert. Ausbluten lassen mit einem Item. Aber zweimal Betäubungspfeil überlebe ich halt nicht. Naturpfeilhagel überlebe ich gar nicht. Tot und vergiftet. Aber ich kann teilen und dann teile ich doch mal meine Erfahrung jetzt mit euch und auch noch mit meinem E-Mail-Empfangspapierkorb, der sich ja immer freut, wenn mal was im Müll landet. Und machen das hier. Obwohl, jetzt kommt Naturheilfagel, Pfeilhagel. Alter, ist das fies. Alter, ist das fies. Das kann doch nicht wahr sein. Und der macht eine was fette 30.000er Heilung. Okay. Wie soll ich das jetzt retten? Er ist tot, wenn er nochmal drankommt. Könnte einen lähmen, wenn er nochmal. Ich versuch's. Ich muss es versuchen. Ich habe nicht ganz aufgepasst, wie viel. Ja, er ist tot, wenn er nochmal drankommt. Schade. Ich hätte eine Lähmung von ihm noch gebraucht. Und eine Selbstheilung am besten. Der Naturheilpfeilhagel ist eine echte Macht. Ne? Gegen den muss man dann auch noch bestehen können. Nichts zu wollen. Gar nichts zu wollen im Moment am Alkes. Ich muss offensichtlich ein bisschen was basteln. Um den Alkes zu bewegen, auf den freuen wir uns dann demnächst mal. Schritt 300 ist ja auch mal ein Endboss-Schritt, sage ich mal. Mächtig sind sie mittlerweile geworden. Ziemlich mächtig. Da können wir einen ausbrüten, das ist immer schön. Was? Quinn bewegt sich noch. Nachsagen wir da. Jetzt können wir einen ausbrüten. Das ist immer schön, nochmal einen Lord of Atlantis zu haben. Da soll er stehen. Und den können wir auch gleich ausrüsten mit Runen. Kann er kriegen. Unbedingt muss er kriegen. Einzelgold, Runen soll er Gold verdienen in Zukunft. Unbedingt. Bis er zu Zellen verwachsen wird. Und für diese komischen 72 Stunden Herausforderungsmünzen ist im Zweifelsfall auch noch Füttern gut. Dann füttere ich den also noch groß. Ich denke, das ist das Ende der Folge. Wir sind jetzt beim Alkes angekommen. Ich kann jetzt wieder eine Endboss-Folge und oder eine Fütterfolge machen. Es ist der 300. Schritt mit epischen. Mich würde gerade extrem interessieren, wie weit die Abenteuerkarte ging, als ich noch am Anfang meiner Let's Play Video Zeit war und angesagt habe, ich möchte die Karte durchspielen. Das finde ich nachher oder morgen mal in aller Ruhe raus, indem ich alte Videos schaue, was bestimmt auch ganz lustig ist. Das war die 191. Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bewege mich langsam auf die 200 zu, organisiere was Schönes, Besonderes. Da sehen wir mal so einen von diesen komischen Pötten. Ich nehme jetzt diesen Pot auch noch als Screenshot. Ich mache jetzt mit euch den Pot als Screenshot und dann nehmen wir den Pot als Screenshot. Und ansonsten bin ich ja schon dabei, mich zu verabschieden. Wünsche euch viel Spaß, einen schönen Tag. Bis Peter. Ciao.